Wir plaudern jetzt ein bisschen ja, über ein Thema. Ganz viel wurde jetzt auf dem Hof schon gesprochen, über welche Kompetenzen unsere gesellschaftlichen Herausforderungen und die Transformation denn so von uns abverlangen. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie kann man das eigentlich auch wirklich sinnvoll und nachhaltig und ergebnisoffen in die Curricula integrieren? Und über das Thema wollen wir jetzt sprechen. Und ich freue mich sehr, dass bei mir sind Josephine, nee, du bist, sorry, Josephine Sames, du bist beim HFD. Zuständig, bist Redaktionsleiterin für das jährliche Magazin Strategie Digital und ihr werdet jetzt einen Schwerpunkt zu dem Thema haben, Curriculumsentwicklung. Das heißt, du bist da gerade voll im Thema. Das könnte man so sagen. Beschäftigst mich mit nichts anderem. Genau, und Janika ist bei mir, sie ist auch im HFD und ist dafür unterschiedliche Aktivitäten verantwortlich. Befasst sich aber auch eben viel mit Strategieentwicklung und da ist natürlich das Curriculum auch ein Riesenthema. Und ja, warum Curriculumsentwicklung? Warum ist das für euch ein Thema? Erzählt mal. Naja, Curriculumsentwicklung hat unheimlich viel mit Digitalisierung zu tun oder andersrum. Digitalisierung macht viel mit eben Studiengängen, mit Studieninhalten. Ich meine, das ist vielleicht auch klar, aber eben auf der Fachebene erstens. Fächer ändern sich, Berufsanforderungen ändern sich auch von akademischen Berufen, also vielleicht im Beispiel der Medizin, da kommt plötzlich sowas wie Telemedizin und KI und elektronische Patientenakte und dann ist eben die Frage, wie kommt das in die Studiengänge, in die medizinischen Studiengänge zum Beispiel. Das Zweite sind natürlich, was du schon sagtest, die Future Skills, die überfachlichen Zukunftskompetenzen, da gibt es ja verschiedene Rahmenbedingungen, aber eben diese Idee, dass eben ein Studium nicht nur Fachinhalte ist, sondern eben mehr im engeren Sinne natürlich auch sowas wie Digitalkompetenzen, KI-Kompetenzen, Datenkompetenzen, eben nicht nur für Datenwissenschaften sozusagen. Und ja, wenn das sozusagen ein wichtiges Thema ist, was bedeutet das für die Curricula, für die Studiengänge, was muss vielleicht auch rausfallen, damit das eben Platz hat? Und wie könnt ihr diesen Prozess begleiten? Wie könnt, oder was habt ihr dazu schon gemacht? Eigentlich ist es schon immer irgendwie Thema auch des Hochschulforums gewesen. Es gab 2018, glaube ich, als ich gestartet bin, dazu auch schon mal eine Arbeitsgruppe zu Curriculum 4.0. Und das haben wir im vergangenen Jahr nochmal aufgenommen, gemeinsam mit dem KI-Campus in einem Online-Barcamp. Ganz viele Beispiele zusammengesucht zu eben Studiengängen in der digitalen Welt. Und daraus ist dann irgendwie nach einem Jahr viel Arbeit ein White Paper entstanden, wo wir das erstmal die Ergebnisse zusammengefasst haben, aber auch eben diese Frage versucht haben darzustellen, eben Curriculumsentwicklung als strategischer Prozess, als Veränderungsprozess und wie das genau funktionieren kann. Und ja, dann haben wir jetzt das Magazin. Genau, erzähl doch mal, wenn du dich so mit viel damit befasst, was können wir denn erwarten von dem Magazin? Was finden wir da an Inhalten? Dankeschön. Ja, genau, das Magazin Strategie Digital richtet sich eben an die strategischen EntscheiderInnen und all diejenigen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und wir versuchen dieser Zielgruppe ja verschiedene Perspektiven zum Thema aufzuzeigen. Einmal ganz wichtig, ein Plädoyer, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aus Hochschulleitungsperspektive, ja, sich das Thema zu packen, gemeinsam mit den Fakultäten und den Fachbereichen gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Dann ja, eigentlich ein bunter Ritt durch das, was Jannika gerade alles schon aufgezeichnet hat. Natürlich, um das Buzzword zu nennen, Future Skills, kommt natürlich vor, Perspektiven aus dem Arbeitsmarkt. Was sind denn die Anforderungen aus dem Arbeitsmarkt? Was sollen ja, AbsolventInnen eigentlich mitbringen? Genau, und dann ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir auf das Thema Kooperationen in diesem Rahmen schauen. Wir schauen auf hochschulinterne Kooperationen, wie können Supportzentren, Hochschuldidaktik etc. unterstützen. Wir haben ein tolles Beispiel, hochschulübergreifende Kooperationen mit dabei, wo wir einen Studiengang als Beispiel uns anschauen, wie ja, wo 5 Hochschulen einen Kooperationsstudiengang aufgebracht haben, der auch schon läuft und auf europäische Hochschulallianzen. Wahnsinn. Genau, Jeden. genau, eine Studierendenperspektive ist drin, auch das Thema Micro-Credentials, da schauen wir mal drauf, wie kann eigentlich ja, vielleicht ein modernisiertes Curriculum aussehen, wenn man ja so out of the box denkt.
Genau, und da versuchen wir ja einen bunten Ritt durch die verschiedenen Themen aus Strategieperspektive. Das heißt, sobald das Magazin raus ist, nehme ich mir eine Woche Urlaub, fahre auf eine Insel und lese das und bin danach einfach bereit. Ja? Genau, so. das klingt fantastisch, genau. Genau, wann und wo gibt es das zu lesen? Das Magazin erscheint im Herbst, voraussichtlich im September. Das gibt es kostenfrei auf unserer Webseite, kommt bestimmt gleich ein Link. Wir haben auch einen Verteiler, da kann man sich eintragen, da kommt auch keine Werbung. Es kommt nur die Info, wenn das Magazin kommt. Das heißt, wenn man möchte, verpasst man das auf keinen Fall. Es gibt, ist kostenfrei online und in Print und genau. Und ich glaube, ihr habt auch Werkstätten geplant demnächst irgendwie, ne, zu dem Thema, oder? Oh, tatsächlich, das hatte ich vergessen. Die gab es schon, eine kollegiale, also eine HFD-Werkstatt. Das ist ein bisschen so kollegiale Fallberatung, aber es ist großes Interesse und ja, kein Strich nichts dagegen, es nochmal zu machen, wenn großes Interesse da ist. Das wird bestimmt nach dem Magazin in die Höhe schnell. Definitiv. Vielen Dank, dass ihr uns das Thema näher gebracht habt und ihr wisst jetzt, wo es demnächst dann mehr dazu gibt.